Es waren jetzt 3 Stunden seit dem Ende der Show vergangen. Die Arena war mittlerweile so gut wie leer. Eric saß die komplette Zeit hinter der Bühne und starrte gedankenverloren Löcher in die Luft. Er versuchte zu ordnen, was passiert war. Aber abgesehen davon, dass es für seine komplette Situation keine logische Erklärung gab, hatte er keine geeigneten Erkenntnisse gefunden. David, der bisher alles in dem Stadion überwacht hatte, kam zu ihm. »Was hast du jetzt vor?«, fragte er. Er merkte, wie er Eric mit dieser Frage aus einer anderen Welt gerissen hatte. Bei Jesse war es damals so, dass sie in einer dunklen Gasse überfallen wurde. »Meine einzige Lösung ist jetzt, dass ich mich selbst in eine solche Falle begeben muss«, sagte er ernst. »Ich würde dir gerne sagen, dass das mit Abstand der dümmste Plan ist, den du haben kannst. Aber erstens habe ich auch keinen besseren. Und zweitens lässt du dich eh nicht von meinen Worten abhalten.« »Ach ja, die junge Liebe«, gab David auf seine unvergleichliche Art dazu. Wieder schaffte er es, Eric ein Schmunzeln abzugewinnen. Eric war klar, dass es ihn mit David auch hätte schlechter treffen können. Er war doch sehr dankbar, solch jemanden mit sich zu haben. »Ich gehe dann mal eine Runde spazieren«, sagte Eric mit leicht sarkastischem Unterton. »Komm heil wieder zurück und nicht erst, wenn es hell wird«, kam die augenzwinkernde Antwort. Doch der Ernst dieser Aussage war beiden bewusst. Eric streifte durch die Stadt. Der Himmel war wolkenverhangen, nur ab und an schien der Vollmond durch. Erst jetzt wurde ihm bewusst, dass er zufällig den gleichen Pulli anhatte wie in jener Nacht, als er Jesse verfolgte. Und das letzte Mal sah. Jedes Mal, wenn er an sie dachte, löste das ein Chaos in ihm aus. Zum einen fühlte er sich wohl und geborgen, sobald er an sie dachte. Aber leider mischten sich dann auch viele negative Gedanken darunter. Was war ihr geschehen? Würde sie ihm das jemals verzeihen? Würde er sich das jemals verzeihen? Wichtig war ihm, sie zu retten. Sein persönliches Glück sollte nicht sein einziger Antrieb sein. Er hatte in seinem Leben schon zu viele falsche Entscheidungen getroffen, getrieben von seinem eigenen Wohlergehen. Die Straßen waren wie leergefegt. Kaum fuhr mal ein Auto vorbei, noch seltener sah Eric Personen auf der Straße. Die kühle Luft der Sommernacht half ihm beim Denken. Und so musste er gar nicht steuern, wo er hinging, sondern konnte sich einfach treiben lassen. Er hatte nicht auf die Uhr geschaut, aber er musste schon eine Ewigkeit unterwegs sein. Die Straßen unterschieden sich hier kaum voneinander. Ein Wohngebiet mit Wohnblocks nach dem anderen. Eric wurde langsam ungeduldig. Es war sein letzter Plan, sollte dies nicht gelingen, wusste Eric nicht, wie er weitermachen sollte. Er hatte seine Karriere an den Nagel gehängt. Er konnte nicht eine weitere Show veranstalten, um das Wesen ein weiteres Mal zu rufen. Und selbst wenn, der Erfolg blieb beim letzten Mal schon aus und das Risiko war zu hoch. Einige Blöcke weiter blieb Eric auf einmal stehen. Vor ihm befand sich ein Fußball- und Basketballplatz, eingezäunt in einer Art Käfig. So wie es für solche Wohngebiete typisch war. Der Platz lag vollkommen im Dunkeln und Eric sah keine 20 Meter weit. Bemerkenswert hieran war nur, dass sein Tattoo auf sich aufmerksam machte. Es war Erics einzige Chance. Er betrat den Platz. Am Mittelkreis angekommen, stach das Tattoo einmal mit voller Kraft zu. Dann verschwand der Schmerz wieder komplett. So sehr es Eric auch versuchte, alles außerhalb des Käfigs war für ihn nicht mehr sichtbar. Keine Straßenbeleuchtung, gar nichts. Als er sich nochmal umsah, sah er etwas Leuchtendes. Insgesamt 4 Paar leuchtend grüne Augen. Sie saßen am oberen Ende des Käfigs und sahen auf ihn hinab. Das mussten die Wesen sein, welche auch Jesse verschleppt hatten. Ein kurzes Glücksgefühl stieg in Eric hoch. Sein Plan schien aufgegangen zu sein. Die Wesen bewegten sich nun am Käfig hinab und kurz darauf war er umzingelt. Nun schien sein Glücksgefühl nicht mehr so angebracht. Eric stand noch immer im Mittelkreis, während die Wesen ihn umrundeten. Von nahem sahen sie noch abscheulicher aus als in jener Nacht. Von ihren Mündern tropfte eine Art schwarzer Speichel auf den Boden. Sie verbreiteten einen abartigen Gestank. In ihrer gebückten Haltung gingen sie Eric bis zur Hüfte. Aber mit ihren langgliedrigen Armen und Beinen sahen ihre Bewegungen sehr fremdartig und gefährlich aus. Eric hoffte an dieser Stelle, sie würden ihn relativ schmerzlos verschleppen. Er wollte sich nicht wehren, er musste ja mit dahin, wo alle vor ihm schon gelandet waren.
Stutzig machten ihn aber jetzt zwei Dinge. Ihr Anführer war nirgends zu sehen, auch nicht seine stechend roten Augen. Und außerdem machten die Wesen keine Anstalten, ihn anzugreifen. Vielleicht fehlte ihnen der Befehl ihres Königs, oder? Eric trat einen Schritt hervor. Sofort wich das Wesen, welches ihm am nächsten war, zurück und senkte seinen Kopf. Hatten diese Wesen Respekt vor ihm oder gar Angst? Im Endeffekt war das egal. Eric begab sich auf die Knie, die Hände hinter den Kopf. Diese Geste sollte eindeutig sein. »Bringt mich zu den anderen! Bringt mich zu eurem Meister!« gab er noch hervor. Ein Schlag auf den Hinterkopf. Mehr spürte er nicht, bevor alles um ihn herum schwarz wurde. Ein strahlend weißer Strand, leuchtend blaues Wasser, soweit das Auge sah. Und das alles konnten sie vom Balkon des Hotels überblicken. Es war ein Tag, den man sich nicht schöner vorstellen konnte. Ein freudestrahlendes Pärchen erwachte in seinem gemütlichen Hotelbett. Er, 29 Jahre alt, braune Haare, gerade lang genug, um nach dem Aufstehen doch etwas wuschelig zu sein, 3 Tage Bart. Und man sah ihm an, dass er regelmäßig seine Joggingstrecke lief. Zu Hause kannte man ihn eigentlich nur als glattrasierten und gegelten, erfolgreichen jungen Anwalt. Aber dafür ist Urlaub ja mal da. Sie, 25 Jahre jung, ihre strahlend blauen Augen lassen selbst das Meer vor dem Fenster verblassen. Schulterlanges blondes Haar rundet das Gesamtbild ab. Auch ihr sah man an, dass sich beide das erste Mal beim Joggen über den Weg gelaufen waren. Ansonsten stellte sie aber schon einen kleinen Widerspruch dar. Sie liebte ihren Beruf im sozialen Bereich. Menschen glücklich zu machen, das war ihre Erfüllung. Und Eric war dankbar in jeder Sekunde, in der ihn Sarah glücklich machte. Der romantische Urlaub sollte der erste von vielen werden. Beide hatten sich für Thailand entschieden, weil es neben der malerischen Natur auch viel zu erkunden und entdecken gab. Die Suche nach neuen Abenteuern war ihre größte Gemeinsamkeit. Nach dem Aufwachen sahen sich die beiden noch länger verliebt in die Augen, ehe Eric sich losmachte, seiner Traumfrau das Frühstück ans Bett zu bringen. Als er das Zimmer verließ, verkroch sich Sarah nochmal verliebt ins Bett und konnte kaum fassen, wie sie so viel Glück haben konnte. Mit seinem Lächeln könnte er jede haben. Aber die beiden hatten sich gesucht und gefunden. Kurz darauf stand er schon wieder in der Tür, mit einem Tablett voller typisch thailändischer Delikatessen und einer Rose. Wie jeden Augenblick hier im Paradies genossen sie diesen, so als ob es ihr letzter wäre. Leider war das im Hinblick auf das gemeinsame Frühstück kein leerer Spruch. In der Hotellobby angekommen, deckte sich Eric noch mit ein paar Touristenbroschüren ein, wusste aber eigentlich schon sehr genau, wohin es gehen sollte. Vor ein paar Wochen war Eric mit Sarah beim Wochenendtrip in die Hauptstadt auf einen asiatischen Souvenirladen gestoßen. Der Besitzer hatte ihm von einer Höhle erzählt, welche noch wenig erkundet sein sollte. Angeblich sogar mit einem Fluch belegt sein sollte. Beide waren sich sofort einig. Das mussten sie selbst erkunden. Draußen angekommen, wartete bereits der Geländewagen, welcher sie an einen Touristen-Hotspot bringen sollte. Von dort war es nur ein 2-stündiger Marsch bis zu der Höhle. Keiner der Hotelangestellten sollte davon erfahren, Sarah und Eric wollten ihre Erfahrungen selber machen und sich nicht von anderen reinreden lassen. Und Flüche gab es eh nicht, waren sich beide sicher. Sie küssten sich lang und innig, bevor sie einstiegen. Es musste erst 30 Minuten her sein, dass Eric und Sarah die Höhle betreten hatten. Mit provisorischer Ausrüstung und eigentlich auf alles vorbereitet. 30 Minuten sollten reichen, um 2 Leben komplett zu zerstören. Eric hatte einen Schlag abbekommen und konnte sich kaum zusammenhängend an die letzten Minuten erinnern. Alles, was er noch wusste. Sarah war irgendwo abgestürzt. Nicht tief, aber unerreichbar von Erics Standort aus. Er konnte sie sehen. Auf einem Plateau circa 20 Meter unter ihm. Es gab eine Art riesigen Brunnen in der Höhle. Von oben fiel Sonnenlicht herein und gut 50 Meter unter Eric stand Wasser. Da der Rand Kalkstein ähnelte, wollte er den Versuch wagen, dort hinabzuklettern, um einen Weg zu seiner Freundin zu finden. Als er die ersten Schritte gegangen war, hörte er nur markerschütternde Schreie von Sarah. Die letzten Lebenszeichen, die er von ihr mitbekam. Ihr Plateau war leer. Nur noch Teile ihrer Ausrüstung lagen dort. Und Kratzspuren waren zu sehen. Eric brach in der Höhle zusammen. Erst jetzt fielen ihm die Dimensionen auf. Von der Decke hingen felsige Spitzen herab. Ab
Abgesehen von dem Brunnen gab es keine weitere Lichtquelle. Dennoch konnte er überraschend gut sehen. Der Durchmesser der Höhe musste 500 Meter betragen. Ihr Eingang lag etwas höher und führte über eine Brücke über einen Abgrund, an welchem Sarah abgerutscht war. Am anderen Ende schien es einen weiteren Weg zu geben. Eric wachte benommen auf. Er wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war seit der Sache auf dem Spielfeld. Er atmete tief ein, doch musste sich sofort übergeben. Erst jetzt konnte er die Bilder in seinem Kopf zusammenfassen. War das seine Vergangenheit? Das Gefühl, einmal so glücklich gewesen zu sein, zerquetschte ihm fast alle Organe. Wie gerne wäre er in dem ersten Teil der Erinnerung geblieben. Und Sarah? War sie seine Freundin? Und warum sah sie Jesse zum Verwechseln ähnlich? Eric rang weiter nach Luft. Er sah sich erstmal um. So miefig, wie es hier war, musste er in einer Höhle sein. Seine Augen bestätigten ihm dies. Es schien eine Art unterirdischer Hohlraum zu sein, sehr groß im Durchmesser, mit nur einem Ausgang. Auf der anderen Seite gab es zwar auch einen Tunnel, aber eine dafür benötigte Brücke war nicht mehr vorhanden. Eric bewegt sich benommen auf die einzige Lichtquelle zu. Es war eine Art Schacht, in welchem unten Wasser stand, von oben aber Licht hereinfiel. Stechende Kopfschmerzen machten sich breit. War er schon mal hier gewesen? War das die Höhle aus seiner Erinnerung? Er spürte, dass hier noch etwas passiert war. Er konnte sich aber nicht daran erinnern. Jeder Versuch, sich daran zu erinnern, verursachte Kopfschmerzen, welche ihn in die Knie zwangen. Eric hörte schwere Schritte hinter sich. Er konnte sich denken, wer auf ihn zukam. Als er sich umdrehte, sah er ihn wieder, den gefallenen König, welcher wütend auf ihn zustürmte. Eric war noch zu benommen, um ihm körperlich etwas entgegenzusetzen. So konnte er nicht vermeiden, dass dieser ihn an der Kehle packte und hochzog. Eine Armlänge des Wesens, also circa 1,5 Meter, trennten die Kontrahenten. Das Gesicht des Wesens war wutverzerrt. Noch mehr als damals auf der Bühne, bevor er verschwand. »Wie hast du das angestellt?« spie das Wesen ihn an. Dabei spuckte das Wesen förmlich seinen schwarzen Speichel. »Niemand betrügt den Kai!« schrie es hinterher. Eric stand ein fragender Ausdruck im Gesicht. Er hatte ja in dem Moment wirklich nichts gemacht. Noch bevor er was sagen konnte, schob das Wesen nach. »Ich hätte dich auf der Bühne zermalmt und mit dir alle Beteiligten an deiner Show. Aber bevor ich dich erreichen konnte, hast du mich aus deiner Dimension verbannt und hierher geschleudert. Nicht mal 1000 Tattoos haben die Macht dazu und erst recht nicht dazu, deine Show zu beenden. Also, wie hast du es gemacht?« Beim letzten Satz schienen die Augen nicht mehr wie rote Rubine, sondern eher wie kleine Flammen zu lodern. Aber Eric hatte noch immer keine Ahnung. Oder etwa doch? Wie zur Bestätigung spürte er, wie das Knochenfragment in seiner Hosentasche zu zucken begann. 3 Stunden nach seiner letzten Show verließ der vielleicht beste Illusionist der Welt das Stadion. Was er dabei nicht bemerkte, war, dass ihm in einigem Abstand jemand folgte. David konnte seinen Schützling nicht einfach so seinem Schicksal überlassen. David nannte ihn immer seinen Schützling. Dabei waren beide fast im gleichen Alter. Sie hatten sich vor einiger Zeit in einer Bar das erste Mal kennengelernt. Eric war gerade auf einem aufstrebenden Ast und David hatte protzerisch eine Werbeanzeige online geschalten, dass er mit seiner Agentur durchstarten wollte. Die Sympathie stimmte, auch wenn sie charakterlich doch sehr verschieden waren. Eric war eher der Stille, der zwar auch mal auf Partys anzutreffen war, aber doch immer recht fokussiert auf seine Karriere schien. David hingegen war Frauenheld und Partydraufgänger in einem. Selbstverständlich gehörte auch ein abgebrochenes Studium mit zahlreichen exzessiven Partys dazu. Aber es war immer eine Leidenschaft von ihm, die Fäden und damit die Verantwortung in den Händen zu haben. Und wie auch immer war er sozial bestens vernetzt. Daher war es nur eine Frage der Zeit, bis er sein Talent auch im Job ausnutzen sollte. Eric wusste es zwar nicht, aber er war Davids erster großer Akt. Die anderen Referenzen, auf welche sich David immer berufen hatte, waren alle online gekauft. Dennoch zogen sie gemeinsam eine Show nach der anderen auf, auch wenn sie immer eine geschäftliche Distanz zueinander wahrten. Zumindest bis Eric mit der ganzen Sprache rausrückte. David fühlte sich ihm verbunden. Auf eine Art und Weise, die er nur schwer beschreiben konnte.
In seiner Branche war tiefgründige soziale Einsamkeit ein echtes Problem. Klar fand sich immer jemand für oberflächlichen Kontakt, aber als Freund würde er kaum jemanden davon bezeichnen. Anders als Eric. Und so war es selbstverständlich für ihn, in jener Nacht ein Auge auf Eric zu haben. Da er es gewohnt war, unsichtbar im Hintergrund zu bleiben, musste er sich gar nicht anstrengen, Eric durch die dunklen Straßen zu folgen. Er musste aber auch zugeben, dass dieser sich kaum wirklich umgesehen hatte. Teilweise strich er ziellos umher oder schaute sich nur halbherzig um. Er trat den Rückweg in sein Apartment an. Er brauchte erstmal etwas Schlaf, aber der nächste Schritt nahm in seinem Kopf schon Formen an. Eric hatte ihm von dem asiatischen Laden erzählt. Auch wenn es bedeutete, dass David einmal quer durch das Land musste, so wollte er dennoch wissen, ob der Ladenbesitzer vielleicht noch mehr wusste. Zum Glück hatte Eric seine Karriere beendet. So musste David niemanden Rede und Antwort stehen, wo sein Schützling war. Zumindest eine Erleichterung. David stand nun vor dem Laden. Mittlerweile waren 2 Tage vergangen und es gab kein Lebenszeichen von Eric. Der Laden war gar nicht so schwer zu finden gewesen. Die Suchmaschine auf Davids Smartphone spuckte den Laden gleich als erstes aus, wenn es um asiatische Souvenirs in der Hauptstadt ging. Jetzt, wo David davor stand, wunderte es ihn umso mehr. Die Scheiben wirkten blass und dreckig. Von außen erweckte der Laden einen dunklen und wenig liebevollen Eindruck. Aber David wollte sich auf die inneren Werte verlassen, auch wenn dies sonst nicht seine übliche Vorgehensweise war. Aber auch dieser Eindruck war nicht unbedingt positiv. Staub fast überall. Und die meisten Souvenirs und Verkaufsartikel konnte man zum Bruchteil des Preises online erwerben. Der Laden musste seine Stärken in den 90er Jahren gehabt haben. Nur der dafür typische Geruch des Ladens geht einem beim Online-Shoppen verloren. Aber David würde viel dafür geben, den Muff des Ladens, gemischt mit Räucherstäbchen, loszuwerden. Kurz nachdem die Türglocke seine Anwesenheit angekündigt hatte, schob sich eine ältere Person durch einen Perlenvorhang aus einem Hinterzimmer hervor. Es war ein Mann in den 70ern, welcher von seiner Kleidung und seinem Auftritt doch sehr gut nach Asien passte. Abgesehen davon, dass seine Gesichtszüge typisch mitteleuropäisch waren. »Wie kann ich dir denn helfen?« trat er auf David zu. »Ich suche einen Freund. Er war vor einigen Wochen mal hier. Ich suche mal ein Bild«, sprach David und zog sein Smartphone. »Der junge Mann mit seinem unklaren Thailand-Urlaub?« unterbrach ihn der Ladenbesitzer. David war kurz sprachlos und nickte zuerst nur. »Woher wissen Sie das?« Ein Schmunzeln überkam den Händler. »Sieh dich mal um. Die Staubschicht auf den Artikeln deutet nicht unbedingt auf regen Publikumsverkehr hin. Der Laden hält mich fit, trägt aber gar nichts zu meiner Rente bei. Der Onlinehandel hat uns komplett platt gemacht.« »Ich glaube, dein Freund war sogar der letzte Besucher seither. Er steckt sicher in Schwierigkeiten, oder? Erzähl mir, was los ist. Magst du einen Tee haben?« David verneinte. Er war noch nie der Tee- oder Kaffeetrinker gewesen. Dennoch begaben sich beide in Richtung der Sitzecke. David hatte kein Interesse daran, hier nur Halbwahrheiten und Lügen zu verbreiten. Deshalb erzählte er dem Ladenbesitzer alles, was er wusste, bis zu Erics Verschwinden auf dem Platz. Jener hörte nur zu und verzog keine Miene. »Ich hatte deinem Freund vor seinem Urlaub eine Sammlung mit alten Sagen und Aberglauben mitgegeben. Dort standen auch einige Sachen aus Thailand drin. Ich hoffe, er hat das nicht als Reiseführer genutzt«, gab der Händler nachdenklich zu. »Es gab eine Sage unter den Stämmen der Eingeborenen. Du kennst ja die Geschichte hinter den Auserwählten mit dem Zeichen, dem Tattoo und deren Verbindung zu den gierigen Dämonen. Der Sage nach starben viele der Dämonen aus, weil sich das Volk weigerte, weiter zu dienen. Die Folgen für die Stämme waren noch schlimmer. Aber angeblich erhob sich ein Stamm. Sie konnten den Dämon zwar nicht besiegen, aber in eine Höhle sperren. Diese Höhle stand in dem Buch, welches sich Eric aushändigte. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die darin enthaltenen Warnungen selbsterklärend sind. Aber da habe ich mich getäuscht.« David hörte gebannt zu. Ein Teil in ihm wollte immer noch nichts von Flüchen, Dämonen oder Zauberern wissen. Aber die Vorkommnisse der letzten Wochen ließen sich nicht leugnen und mit natürlichen Vorgängen konnte er nicht mal die Hälfte davon erklären. Eric hatte was davon erzählt, dass er hier ein Knochenfragment bekommen hat. Haben Sie darüber noch genauere Informationen?
Ich weiß nur sehr wenig darüber. Angeblich stammte es aus der Krone eines mächtigen, gefallenen Königs. Ein Volk soll sich gegen ihn aufgelehnt haben. Von diesem Strang der Geschichte gibt es keine weiteren Informationen. Sowohl der Stamm als auch das Wesen sind nicht weiter dokumentiert. Aber dies geschah, bevor eines der Wesen in der Höhle eingesperrt wurde. Meine Überlegung: Wie hat es ein einfaches Volk Eingeborener geschafft, einen Dämon, welcher ganze Landstriche terrorisiert hat, in eine Höhle zu sperren? Ich denke, die hatten Hilfe. Und ich denke, der Knochen war daran nicht ganz unschuldig. David war nicht ganz klar, wie er auf diese Antwort reagieren sollte. Einerseits hatte sein Freund ein mächtiges Werkzeug dabei, wenn man einer alten Überlieferung gemischt mit den Vermutungen eines ungewöhnlichen Ladenbesitzers Glauben schenken konnte. Dennoch brachte es ihn in seiner Situation nicht weiter. Weder konnte er Einfluss auf Eric nehmen, noch wusste er, wo dieser sein könnte. David unterhielt sich noch mindestens 2 Stunden mit dem Ladenbesitzer, aber weitere hilfreiche Erkenntnisse hatte dieser nicht mehr parat. David trat den Heimweg an. Die Hilflosigkeit sollte ihm in den nächsten Tagen ungemein zusetzen. Nicht helfen zu können, nicht zu wissen, ob es Grund zur Hoffnung gab. Die nächsten Tage zogen sich wie Kaugummi. David stellte eine Anzeige online, um neue Klienten zu gewinnen. Aber so ganz war er im Kopf nicht ganz dabei. Dennoch mussten sich seine Konten wieder füllen. Die Momente der Freizeit, in welcher er hätte nachdenken können, verbrachte er jedoch in Gesellschaft von Frauen und Alkohol. Jeder hatte seine eigene Art, mit Problemen umzugehen. Nach einigen Tagen riss ihn eine E-Mail aus seinem alltäglichen Trott. Leo hatte ihm geantwortet und bat um ein Treffen. Vielleicht ergaben sich hieraus neue Erkenntnisse. Schaden konnte es sicher nicht. Und David brauchte sowieso eine Beschäftigung. Eric hing fest im Griff des Dämons. Nur wenige Zentimeter trennten ihre Gesichter voneinander. Die starke Pranke des gefallenen Königs hielt ihn fest am Brustbereich seines Pullovers, welcher davon deutlich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Eric spürte eine warme Flüssigkeit an sich herablaufen. Anscheinend hatte das Wesen ihn mit seinen Krallen am Brustkorb doch stärker verwundet, als die Schmerzen ihn erst glauben ließen. Körperlich konnte er sich hier kaum befreien. Dazu war er einfach zu unterlegen. Leider half der Knochen in seiner Tasche auch nicht im gewünschten Maß. Er vibrierte zwar wie ein Handy, aber das brachte hier nicht viel. Eric versuchte, sich zu konzentrieren. Aber seine Fähigkeiten, welche ihn auf der Bühne eine Menge Applaus einbrachten, ließen ihn hier im Stich. Wie sollte es denn auch funktionieren, wenn das Wesen, welches ihm gegenüberstand, der eigentliche Grund für seine Macht war? »Was hast du mir schon entgegenzusetzen?« Dich zu rekrutieren war ein Fehler, welchen ich gleich wieder bereinige. Und ich werde alles daran genießen. Verachtung und Wut lagen zu gleichem Maß in der Stimme des gefallenen Königs. Der schwarze Speichel, welcher mit jedem Wort auf Erics Gesicht landete, schien mittlerweile reizend zu sein. Zumindest bildete sich Eric ein Brennen auf seinem Gesicht ein. Glaub mir, ich werde es dir so schwer wie möglich machen. Du hast mich getäuscht. Niemals hätte ich dir freiwillig die Leben der Menschen geopfert. Und ich werde alles dafür geben, diese zu befreien. Auch wenn Eric keine Idee hatte, wie es weitergehen sollte, so merkte man ihm dies nicht an. Leider machte es seine Situation nicht besser, als er sah, wie das Gefolge des Königs aus der Dunkelheit kroch. Zuerst nur die grünen Augen, aber kurz darauf schoben sich die 4 Wesen in ihrer verkrümmten Gangart aus der Dunkelheit. An diesem Ort brauchte Eric nicht darauf zu hoffen, dass diese immer noch Respekt vor ihm hatten, wie auf dem Sportfeld. »Als guter Anführer werde ich meiner Gefolgschaft die erste Arbeit überlassen«, sprach der König mit unverkennbarem Hohn. Kaum waren die Sätze verklungen, wurde Eric durch die Luft geschleudert und stieß schmerzhaft gegen die zerklüftete Wand hinter ihm. Der Wurf kam unerwartet, daher hatte Eric kaum Zeit, seinen Kopf zu schützen. Und es war nur Glück, dass er sich diesen nicht aufschlug. Dennoch setzte ihm der Aufprall sehr zu. Er versuchte, sich aufzurappeln, aber Schmerzen machten sich in seinem ganzen Körper breit. Der König stand weiterhin in der Mitte des Raumes, aber die 4 Wesen schoben sich langsam an ihm vorbei in Erics Richtung. Der hatte sich gerade an einem der Felsen aufgerafft und konnte fast aufrecht stehen, was ihm aber sehr viel abverlangte. Verzweiflung machte sich in Eric breit.
Es gab keinen Ausweg und er stand nicht nur umgangssprachlich mit dem Rücken zur Wand. Seine letzte Kraft zusammennehmend schrie Eric in den Raum: Du bekommst mich nicht. Du wirst nie wieder auch nur eine Menschenseele in deiner Gewalt haben. Dafür sorge ich. Gemischt mit Blut, Spucke und Tränen konnte sich Eric nach diesen Worten nicht mehr aufrecht halten und kippte nach vorne über. Dabei brach ein Knochen, aber nicht seiner. Eric spürte, wie der Knochen in seiner Tasche zerbrach, kurz darauf von brennend heißer Energie umgeben wurde und dann einfach weg war. Jetzt lässt mich der auch noch im Stich, waren Erics Gedanken, als er schwer atmend auf allen Vieren in der Höhle kniete. Aber kurz darauf spürte er etwas, das nur schwer zu beschreiben war. Eine Art Präsenz in der Höhle. Sie waren nicht mehr alleine dort unten. Die vier Wesen hatten die Hälfte der Strecke zwischen Eric und dem König zurückgelegt, blieben aber plötzlich stehen und sahen sich um, teils ängstlich wirkend. Auch der König schien verwirrt. »Was hast du getan?«, sprach er, ohne Eric dabei gesonderte Aufmerksamkeit zu schenken. Eric nutzte die Chance, um kurz durchzuatmen und sich aufrechtzusetzen. Leider waren weite Teile der Höhle kaum oder nur schlecht ausgeleuchtet. Eric glaubte dennoch, an verschiedenen Stellen im Schatten eine Silhouette zu sehen. Nur ein Umriss im Dunkeln. Doch was Eric da auszumachen glaubte, war kaum vorstellbar. Ein kraftvolles Wesen, vier Arme am Oberkörper und zwei lange, leicht gebogene Hörner am Kopf. Da das Wesen nur für Sekundenbruchteile in einem Schattengebiet auftauchte, konnte Eric kaum mehr ausmachen. Oder war es doch alles nur Einbildung aufgrund seines miserablen Zustandes? »Nichts kann dich mehr retten! Macht ihn fertig!«, sprach der König teils zu Eric und teils zu seinen Wesen, welche sich immer noch ängstlich umsahen. Seine Stimme war aber lange nicht mehr so gefestigt wie zuvor. Dennoch setzten sich die Wesen wieder in Bewegung, wenn auch nicht mehr so zielstrebig. Aus gutem Grund. Ein ohrenbetäubendes Donnergrollen. Und das erste Wesen aus der Reihe wurde zerquetscht wie ein Insekt. Der Grund dafür war aber nicht ersichtlich. Die anderen drei Wesen nahmen Reiß aus und verschwanden in der Dunkelheit. Den Geräuschen, welche folgten, war zu entnehmen, dass dies nicht für alle gut ging. Aus der Ecke, in welche sie geflohen waren, flogen kurz darauf ein Kopf und ein Bein dieser Viecher. Aus den abgerissenen Gliedmaßen floss noch etwas schwarzes, dickflüssiges Blut. Eric sah sich das alles als unbeteiligter Zuschauer an. Er konnte schon längst nicht mehr verstehen, was hier vorging. Der König versuchte, sich seine Unsicherheit nicht anmerken zu lassen. Aber dies gelang ihm nur mittelmäßig. »Wer oder was ist da? Zeig dich in meinem Reich!« Seine Stimme hatte den altbekannten tiefen Bass und klang beeindruckend. Dennoch sah er sich nebenbei unsicher im Raum um. Eine Stimme unbekannter Herkunft antwortet ihm, mit einer Lautstärke und einem Nachhall, dass Eric dachte, von der Höhlendecke könnten sich Gesteinsbrocken lösen. »Ich bin dein Jäger, dein Richter, dein Vernichter. Zu lange hast du deinen Platz in dieser Welt verfehlt, ohne dich zu verantworten.« Kaum waren die Worte vergangen, trat eine Gestalt aus dem Schatten hervor. Erics erste Eindrücke hatte ihn nicht getäuscht. Der Jäger war an die 4 Meter hoch und überragte den gefallenen König um einiges. Zwei Arme an jeder Körperseite, das untere Paar mit menschenähnlichen Händen, das obere mit scharfen Klauen. Der Körperbau ähnelte dem eines Menschen, doch war der komplette Körper mit braunem Fell bedeckt. Seinem Kopf entsprossen 2 Hörner, welche leicht nach hinten gebogen waren. Das Bemerkenswerteste war aber das Gesicht des Wesens. Es schien, als ob es keine feste Form hatte. Es wandelte durchweg zwischen dem Gesicht eines Wolfes mit langgezogener Schnauze und scharfen Zähnen, einem menschenähnlichen Gesicht und noch mehreren Varianten, für welche Eric aber keine Worte hatte. Mit genauem Hinsehen fiel Eric auch aus der Entfernung auf, dass das Wesen wie eine Projektion erschien. So als ob es körperlich nicht zur Gänze anwesend war oder nur ein Geist seiner wahren Macht. Das kann nicht sein. Ihr wurdet alle vernichtet oder seid ausgestorben, stammelte der König, sichtlich beeindruckt. Der Jäger bewegte sich weiter auf den König zu. Nun wurde der Größenunterschied noch deutlicher. Körperlich wurden wir vielleicht besiegt. Ihr niederen Kreaturen meintet ja, euch zusammenschließen zu müssen in eurer Unrechtsvorstellung. Aber jeder Hautfetzen, jedes Knochenfragment und jedes Überbleibsel unseres Daseins
beinhaltet immer noch einen großen Teil unserer Macht. Ich habe über Jahrhunderte nur darauf gewartet, einem Wesen wie dir zu begegnen und meine Pflicht zu erfüllen und Rache zu nehmen. Dabei schritt er weiter auf den König zu. Eric fragte sich, wie die Konfrontation wohl ausgehen würde. Eric saß noch immer mit dem Rücken zur Wand, sein Körper schwer in Mitleidenschaft genommen. Er hatte starke Schmerzen im Rücken und Schwierigkeiten, das Bewusstsein zu behalten. Durch Abtasten seines Gesichts konnte er eine kleine Platzwunde an seiner Stirn ausmachen, von welcher sich ein kleines Rinnsal aus Blut durch sein Gesicht zog. Dennoch lag seine volle Aufmerksamkeit auf dem, was in sich in der Mitte der Höhle abspielte. Zwei Kreaturen standen sich gegenüber, für welche es auf dieser Welt eigentlich keinen Platz geben durfte. Zum einen in Form des gefallenen Königs, welcher noch immer eine imposante Figur darstellte. Größer als ein normaler Mensch, mit deutlich sichtbarer Muskulatur, unter einer fast schwarzen, lederartigen Haut. Sein auffälligstes Merkmal war aber weiterhin sein Kopfschmuck, die knöcherne Krone. Und sein Kontrahent, der selbsternannte Jäger. Mehr als doppelt so groß wie ein normaler Mensch. Der Körper komplett überzogen mit kurzem, braunem Fell. Der Körperbau war dem eines Menschen ähnlich, aber nicht mehr mit so einem vergleichbar. Ein Grund dafür war unter anderem sein Paar zusätzlicher Arme am Oberkörper, an deren Ende sich Pranken mit langen Krallen befanden. Außerdem waren da noch die zwei spitzen Hörner auf seinem Kopf, sowie sein undefinierbares Gesicht, dessen Form er verändern konnte. Anscheinend hatte er sich vorerst auf das Antlitz eines Raubtieres festgelegt. Aus der langgezogenen Schnauze traten zwei spitze Reißzähne hervor. Der Anblick erinnerte Eric, auch dank des braunen Fells, mehr und mehr an einen Werwolf. Aber auch für Eric war selbst aus der Entfernung zu erkennen, dass der Jäger nur einen Teil seiner ehemaligen Kraft hatte. Seine Erscheinung, welche mit einer Projektion zu vergleichen war, schien teils mehr oder weniger durchsichtig. Welch imposanten Eindruck musste der Jäger zu seiner stärksten Zeit gemacht haben, denn allein die jetzige Anwesenheit schüchterte Eric sehr ein. Dass dies aber keine Schwäche darstellte, bewies der Jäger umgehend, als er mit einer Bewegung fast zu schnell für das menschliche Auge den König am Hals packte und spielend leicht hochhob. »Du konntest dich ganz schön lange verstecken. Weißt du, dass du einer der Letzten deiner Art bist? Eines der letzten Probleme deiner Sorte?« sprach der Jäger ruhig und emotionslos, während sich sein Gesicht wieder in etwas Menschenähnliches verwandelte. Dennoch waren mit jedem Wort die scharfen, großen Zähne in seinem Mund zu sehen. »Es gibt noch einen Grund, warum ich so lange überlebt habe. Ich bin der Älteste, der Beste meiner Gattung. Jahrhunderte bin ich bereits in dieser Welt unterwegs. Noch nie habe ich eine so habgierige Rasse erlebt wie dieses Exemplar dort«, sprach der König und zeigte dabei auf Eric. Die Blicke beider Kreaturen richteten sich auf ihn, der sich dabei mehr als nur unwohl fühlte. »Ich habe meine Aufgabe immer erfüllt. Die Menschen haben etwas von mir bekommen. Ich habe mir dafür etwas von ihnen genommen«, sprach der König weiter, ohne dass Reue oder Einsicht in seiner Stimme lagen. »Muss ich dich nochmal an deine eigentliche Aufgabe erinnern? Du solltest einfache Tauschgeschäfte eingehen, damit sich diese primitive Rasse in ihrem Anfangsstadium nicht selber vernichtet. Aber euch ging es nur um euer persönliches Wohl, ihr habgierigen, schändlichen Kreaturen. Erst dadurch wurden wir Jäger doch auf den Plan gerufen. Und nur indem ihr euch mit sämtlichen Scheusalen zusammengeschlossen habt, welche hier herumliefen, hattet ihr überhaupt eine Chance. Aber für dich ist das Spiel zu Ende«, schloss der Jäger ab. Auf den Moment hatte der König gewartet. Ansatzlos schoss seine Faust mit voller Wucht auf das Gesicht des Jägers zu. Doch auf halbem Weg wurde diese von zwei Armen des Jägers abgefangen und der Unterarm des Königs sofort und augenscheinlich ohne große Kraftanstrengung in der Mitte gebrochen. Der Schrei, welcher dem König daraufhin entfuhr, hatte nur wenig Menschliches. Ein ohrenbetäubender, langanhaltender Ton, der sich anhörte, eine wie eine tief klingende Sirene. Kaum war dieses Geräusch verklungen, setzte der Jäger nach, diesmal mit deutlicher Verachtung in der Stimme. »Eigentlich wollte ich dir ein schnelles Ende machen, aber die Chance hast du dir gerade selbst genommen. Ich habe nicht viel Zeit in deiner Umgebung, da ich meine Kraft nur aus einem winzigen Knochenfragment ziehe. Aber ich werde jede Sekunde davon ausnutzen, um dein Ausscheiden aus dieser Welt zu genießen.« Daraufhin hob er den König so hoch es ging
und knallte ihn mit voller Kraft auf den Boden, sodass um ihn herum der Staub aufwirbelte. Eric war noch immer benommen und hatte nur die Hälfte der Auseinandersetzung mitbekommen, aber ein Gedanke riss ihn aus seinem Wachkoma. Er war Beihilfe. Was, wenn der Jäger auch mit ihm anschließend kurzen Prozess machte, weil er der Handlanger des Königs war? Seine Chancen, hier rauszukommen, waren eh gering. Aber sollte sich sein Gedankengang bewahrheiten, waren diese soeben auf unter 0% gesunken. Eric wurde aus diesem Gedankengang gerissen, als er eine Bewegung in der Dunkelheit hinter dem Jäger ausmachte. Kurz darauf war dort ein paar grüne Augen zu sehen. Hatte eines der Dinger überlebt oder gab es mehr als nur 4 davon? Langsam wurden Umrisse sichtbar. Das Ding war ziemlich lädiert und eine der hinteren Gliedmaßen konnte es kaum belasten. Dennoch bewegte es sich zielstrebig auf allen 4 auf den Jäger zu. Eric hatte im Internet mal was über ein Ding namens Rake gelesen. Zumindest in Erics Vorstellung hatte die Gangart beider Wesen etwas gemein. So verdreht krakelig. Falls der Rake überhaupt auf allen 4 lief. Aber das konnte Eric klären, wenn er hier wieder raus war. Falls... Der Jäger stand über dem König, welcher bäuchlings auf dem Boden lag. Ein Fuß des Jägers war auf den König gestemmt. Hinter dem Jäger schlich sich des Königs Handlanger an. Aus einer Entfernung von circa 3 Metern setzte er zu einem Sprung an. Dieser misslang etwas, was sicher an der Verletzung des Wesens lag, sodass es nicht am Kopfbereich des Jägers landete, sondern eher am unteren Rücken. Dennoch reichte die Wucht der drahtigen Kreatur, um den Jäger aus dem Gleichgewicht zu bringen, sodass dieser nach vorne stolperte und letztendlich stürzte. Aber nicht ohne nochmal sein Gewicht auf den König zu verlagern, was dieser mit einem lauten Schmerzensschrei quittierte. Der Jäger fing sich schnell und richtete sich unter leichtem Stöhnen wieder auf. Aber auch mit seinen 4 Armen gelang es ihm nicht so leicht, den flinken Angreifer auf seinem Rücken zu erwischen. Spinnengleich und mit hoher Geschwindigkeit kletterte das im Vergleich zum Jäger kleine Geschöpf quer über dessen Rücken, darauf erpicht, mit Kratzern und Bissen den größtmöglichen Schaden anzurichten. Wäre es hierbei nicht auch irgendwie um Erics Leben gegangen, hätte er vielleicht ein Lächeln auf den Lippen gehabt, da es schon ein etwas komischer Anblick war. Dieses Katz-und-Maus-Spiel auf dem Rücken des Jägers. Nach noch ein paar spinnenartigen Bewegungen war das vierbeinige Wesen am oberen Rücken angekommen und wollte mit einem finalen Biss in den Hals des Jägers den Kampf zugunsten seines Herrschers entscheiden. Dies wurde aber maximal ein kleiner Kratzer, bevor einer der großen Pranken des Jägers es erwischte. Das Vieh wand sich zwar mit aller ihm zur Verfügung stehenden Kraft, konnte dem festen Griff aber nicht entkommen. Welch ein hässliches Geschöpf! Es war klar, dass sich dein Herrscher mit sowas umgibt, sprach der Jäger abfällig, während er es betrachtete. Dann nahm er den Diener des Königs mit allen 4 Armen und riss ihn ohne große Kraftanstrengung auseinander. Ein spitzer Schrei war das Letzte, was Eric davon wahrnahm. Zu spät fiel dem Jäger nach dieser Aktion auf, dass er seinen Rücken zu lange ungeschützt ließ. Mit unmenschlicher Geschwindigkeit sprang der König diesen von hinten an und riss ihn trotz seiner körperlichen Unterlegenheit zu Boden. Eine ganze Salve von Schlägen prasselte auf den Hinterkopf des Jägers ein. Aufgrund des gebrochenen Unterarms musste der König dabei jedoch enorme Schmerzen aushalten. Eric erkannte darin seine Chance. Beide unheimlichen Kreaturen waren so sehr miteinander beschäftigt, sodass Eric die Flucht wagen wollte. Es gab nur einen Tunnel, welcher aus der Höhle hinausführte. Wohin wusste Eric nicht, aber alles war besser, als hier auf seinen Tod zu warten. Er rappelte sich sichtlich angeschlagen auf. Auch das Laufen gelang ihm nicht mehr so leicht. Zu sehr hatte ihn der Schlag gegen die Wand mitgenommen. Leicht gebückt und humpelnd versuchte Eric, ohne große Aufmerksamkeit die Höhle zu durchqueren. Er nutzte dabei jede Art der Deckung auf dem Weg. Ob Nische oder Felsbrocken, alles war gut für eine kurze Verschnaufpause. Unweit von Erics Position fand weiterhin der Kampf 2er Kreaturen statt, welche wohl Jahrhunderte, wenn nicht noch länger, keine Lebewesen gesehen hatte. Dem Jäger fiel es weiterhin schwer, sich aufzurichten und zu schützen, da der König ihn mit seinem Gewicht und starken Schlägen niederhielt. Eric hangelte sich derweil zum nächsten Sichtschutz, einem großen Felsen fast mittig auf der Strecke zum Höhlendurchgang. Auch hier nahm er sich einige Momente zum Durchatmen und wollte einen Blick auf den Kampf riskieren.
Seit mehreren Sekunden schon prasselte eine Schlagsalve nach der anderen auf den Jäger ein. Eric fragte sich, wie lange dieser das noch aushalten konnte. Doch plötzlich war dieser einfach weg. Eric traute erst seinen Augen kaum. Vielleicht doch eine schlimmere Kopfverletzung, welche ihn halluzinieren ließ. Aber auch der König war verblüfft. Trafen doch die letzten Schläge nur noch den harten Boden. So wie er verschwunden war, so plötzlich tauchte der Jäger wenige Meter hinter dem König wieder auf. Er sah etwas mitgenommen aus und Eric meinte ihn schwer atmen zu sehen. Doch noch mehr schien ihn die Teleportation an sich Kraft gekostet zu haben. Sein Anblick war längst nicht mehr so gefestigt wie vorher. Bereits kurz nach dem ersten Erscheinen des Jägers hatte Eric ja festgestellt, dass dieser nur eine Art Projektion war, wenn auch nur schwer zu entdecken. Aber jetzt schien die komplette Gestalt bereits deutlich durchsichtiger als vorher. Dennoch ließ er auch diesmal keinen Zweifel an seiner physischen Kraft aufkommen. Er stürmte auf den König zu, welcher noch immer verdutzt war, und packte diesen mit seiner Klauenhand am Hinterkopf, legte mit wenigen Schritten die Strecke zur nächsten Höhlenwand zurück und rammte den Kopf des Königs mehrmals hart gegen die zerklüfteten Felsen. Dieser versuchte zwar jede Bewegung abzufangen, war jedoch mit nur einem gesunden Arm den vier Armen des Jägers deutlich unterlegen. Eric nutzte die Ablenkung erneut, um sich langsam, aber sicher in Richtung Freiheit zu begeben oder wohin auch immer. Nur weg von hier. Nur noch an zwei Felsbrocken musste Eric vorbei und sich dann noch ein Stück an der Wand lang schleichen, dann war es geschafft. Eric hatte sich noch nie so über ein stockfinsteres Loch in einer Höhlenwand gefreut. Nur noch wenige Meter die Wand entlang und dann schnell weg und... Bevor Eric den Gedanken zu Ende fassen konnte, schlug direkt vor ihm ein Objekt ein, welches ihn durch die bloße Wucht ein Stück zurückschleuderte. Als sich der Staub lichtete, sah Eric, was dort vor ihm lag. Der ledierte Körper des Königs. Sein Schädel war mittlerweile stark deformiert durch die ganzen Schläge. Aber das Feuer in seinen Augen brannte unverändert weiter. Was Eric besonders bemerkenswert fand, die Krone, welche den König ausmachte, schien nicht aufgesetzt. Aus dieser Entfernung war für Eric klar erkennbar, dass diese, ähnlich wie Hörner, aus dem Schädel herauswuchs. Dennoch war auch sie stark beschädigt. Der Jäger kam mit langsamen Schritten auf den König und Eric zu, sicher, um diesen Kampf zu beenden. Dabei sprach er in Richtung des Königs. Du warst die Nummer 5. Außer dir konnten sich noch 4 weitere deiner Art bis heute verstecken. Wir Jäger geben erst auf, wenn auch der letzte von euch unwürdigen Wesen in seine armseligen Jagdgründe eingegangen ist. Den König schienen diese Worte kaum zu interessieren. Er wandte sich an Eric und sprach einige schwer verständliche Worte aus seinem ledierten Schädel. Weißt du eigentlich, warum ich dich gewählt habe? Ohne zu wissen, was nun kommen sollte, gefiel Eric die Richtung nicht, in die das Gespräch ging. Der Jäger stand nun aufrecht direkt vor dem König, welcher keine Anstalten machte, den Kampf nochmal zu drehen. Er erhob eine seiner beiden Hände mit den scharfen Klauen steil über seinen Kopf, wobei die Krallen anfingen, hell zu leuchten. Eric bemerkte gleich, je heller die Krallen leuchteten, umso schwächer wurde der Schein des Jägers. Seine folgende Attacke kostete ihn womöglich den Rest seiner Kraft. Schon lange hat mir keiner einen solchen Deal angeboten wie du, als du das erste Mal hier in dieser Höhle warst. Sieh es dir selbst an und dann sag mir, wer hier das Monster ist. Letzte eindringliche Worte, welche der König an Eric richtete, bevor dessen Hand sich nach Eric ausstreckte und ihn berührte. Diese Berührung reichte, um Eric in eine Art Strudel zu ziehen. Alles um ihn herum begann sich zu drehen. Das Letzte, was er noch mitbekam, war, wie der Jäger den König am Kopf packte und anhob. Dabei war das Geräusch brechender Knochen deutlich zu hören. Danach schoss die Hand mit den leuchtenden Krallen auf den König zu, direkt auf die Stelle, wo sein Herz sitzen sollte. Dann wurde alles schwarz um Eric. Ein sonniger, warmer Morgen in Thailand. In der Honeymoon Suite eines Luxushotels am Strand erwachte soeben ein junges Pärchen aus Deutschland. Er, der 29-jährige Sonnyboy. Sie, die 25-jährige blonde Schönheit. Love is in the air, beschrieb Erics Situation am besten. Passenderweise strömte dieser Song auch aus den Boxen über ihm. Er befand sich gerade im Fahrstuhl auf dem Weg nach unten
um etwas vom Frühstücksbuffet aufs Zimmer zu holen. Gerne dachte Eric an den Tag zurück, wo sie beide sich getroffen hatten. Eric war im Stadtpark joggen gewesen und so sehr in sein Smartphone und seine Playlist vertieft, dass er einen tiefhängenden Ast übersah und dieser Ian niederstreckte. Als er die Augen wieder öffnen konnte, stand sie über ihm. Zwar bildete Eric sich ein, die Engel singen zu hören, aber es war doch nur Sarahs Stimme. Sie sehen mächtig verpeilt aus. Kann ich Ihnen helfen? Das war bisher das Peinlichste, aber zum Glück nicht das letzte Treffen. Sie schaffte es spielend leicht, ihn nach einem stressigen Arbeitstag abzulenken und zeigte ihm bisher mehr als nur einmal die schönen Dinge im Leben, für welche er bisher gar keinen Blick hatte. Es war ihr erster gemeinsamer Urlaub. Eric hatte zielsicher die Honeymoon Suite gebucht, auch wenn der entsprechende Anlass noch nicht eingetreten war. Sie hatten noch nicht über Zukunft und Hochzeit gesprochen, dennoch wusste Eric gleich, dass sie die richtige war. Aus diesem Grund strahlte er im Fahrstuhl neben einigen anderen Touristen stehend, auch wie ein Honigkuchenpferd. Am Buffet angekommen, packte sich Eric zwei Teller voll mit allem, was annähernd lecker aussah. Und davon gab es reichlich. Oftmals wusste er aber auch nicht, was er da auf seinen Teller packte. Vor allem mit regionalen Spezialitäten. Schnell noch zwei Tassen Tee und zurück in den Fahrstuhl. Oben angekommen hatte sich Sarah schon ins Badezimmer begeben, sodass Eric kurz das Frühstück anrichten konnte. Der Strauß Blumen auf dem Flur kam da genau richtig. Dieser hatte seinen Zweck nicht verfehlt und man sah Sarah förmlich an, dass sie über ihre Beziehung nicht viel anders dachte als er. Die beiden waren füreinander gemacht. Und bleibt es heute beim Plan, die eine Höhle zu erkunden? Fragte sie ihn nebenbei in die Essensauswahl vertieft. Ja, natürlich. Der Ausflug zu dem Aussichtspunkt beginnt in etwa 30 Minuten. Danach müssen wir noch 2 Kilometer durch ein Stück Dschungel. Dann sollten wir da sein. Solange die Informationen aus dem alten Buch hier stimmen. Der Laden, wo ich das herhabe, hat sonst ja nicht so einen seriösen Eindruck gemacht, schmunzelte Eric noch. Nach dem Essen machten sich beide schnell fertig und packten noch ein paar Sachen zusammen. Eine Taschenlampe, ein kleines Taschenmesser sowie eine Karte und zusätzliche Batterien. Es sollte ja keine Expedition werden, sondern nur ein kleiner Ausflug für den Kick nebenbei. Während Sarah den Treffpunkt für die Tour suchte, holte sich Eric in der Hotellobby noch einige Ratschläge von einem Angestellten. Aber mehr als Standardtipps wie »Nicht die Wege verlassen«, »Schützen Sie sich vor Insekten«. Und sowas kam dabei nicht heraus. Einige Orte sollen wohl verflucht sein, teilte ihm der Angestellte noch mit. Eric glaubte nicht an sowas, respektierte dabei aber die Kultur der anderen. Vor dem Hotel winkte Sarah ihn schon heran. Der Tag war fast zu schön, um wahr zu sein. Strahlend blauer Himmel, die Temperatur betrug 32 Grad Celsius und die Luftfeuchtigkeit war nicht so unangenehm hoch wie oftmals in der Gegend. Mit einem kleinen Shuttlebus wurden sie zusammen mit Touristen verschiedenster Nationalitäten an einen berühmten Aussichtspunkt gebracht, aber für das Pärchen war das nur Mittel zum Zweck. Klassische Touristenattraktionen hatten die beiden noch nie gereizt. Der Zielort erinnerte etwas an eine Bushaltestelle mitten im Nirgendwo. Eine kleine, zweispurige Straße, welche sich langsam einen Hügel hochwand, an einer Parkbucht führte dann eine Art kleiner Feldweg zu dem Aussichtspunkt. Rundum schon das grüne Dickicht des Dschungels. Als die Gruppe den Bus verließ, wurde von den anderen Touristen erst einmal jeder Quadratzentimeter der Umgebung auf Fotos festgehalten. Sarah und Eric konnten über den Herdentrieb nur schmunzeln und setzten sich von der Gruppe ab. Ein kurzer Fußmarsch noch entlang der asphaltierten Straße, dann sollte ein kleiner Trampelpfad direkt in den Dschungel auftauchen. Sag mal, Eric, meinst du, wir hätten nicht doch lange Klamotten anziehen sollen in dem Dickicht? Ich will nicht wissen, was mich bis heute Abend alles gestochen hat. Ein gespielt vorwurfsvoller Unterton lag in ihrer Stimme. Ich habe mehr als genug Insektenspray dabei. Damit kann ich dir den ganzen Pfad mückenfrei machen, meine Prinzessin. Den letzten Teil betonte Eric besonders satirisch. Was sich neckt, das liebt sich. Du hast das Zeug doch bestimmt in Deutschland gekauft, oder? Hast du überhaupt recherchiert, ob das BI den hier heimischen Insektenarten wirkt? Na klar. Für wie dumm hältst du mich? Gab Eric theatralisch zurück. Natürlich hatte er nicht recherchiert und sie hatte recht mit ihrem Einwand. Du Dödel, gab Sarah zurück, als ob sie seine Gedanken lesen konnte. Da lag der Pfad auch schon vor ihnen.
Teilweise mussten sie hintereinander laufen und sich durch jede Menge großblätteriger Pflanzen kämpfen. Aber bereits nach wenigen Metern waren sie in ihrer eigenen Welt. Man hörte nur die Laute verschiedenster Vögel und weiter entfernt auch das Geschrei von ein paar Affen. Beide fanden das auf Anhieb faszinierend. Das Sonnenlicht konnte nicht an jeder Stelle durch das Blätterdach dringen. Daher waren Teile des Weges schattig und die Luftfeuchtigkeit nahm merklich zu. Aber unsere Abenteurer ließen sich nicht aus dem Rhythmus bringen und marschierten weiter durch diese für sie fremdartige Welt. »Warum hast du eigentlich gerade diese Höhle ausgesucht?«, fragte Sarah ihn. »Naja, zum einen müssen wir hier nicht tagelang irgendwo umherwandern. Zum anderen spielt diese wohl bei den hier lebenden Urvölkern eine große Rolle. Ich habe den Text in dem Buch dazu aber nur überflogen. Ich dachte, wir gehen hier ganz unvoreingenommen rein.« »Ich glaube, das nächste Mal recherchiere ich unsere Ziele«, gab Sarah trocken zurück. Aufgrund der dichten Vegetation war es schwer zu sagen, welche Strecke die beiden schon zurückgelegt hatten. Ein Weg war kaum noch zu erkennen und es ging querfeldein. Zum Glück hatte Eric an seinen Kompass gedacht. Daran, dass sie sich vielleicht verlaufen könnten und hier nicht wieder rauskämen, hatte er nicht gedacht. Nach einer gefühlten und verschwitzenden Ewigkeit kamen sie auf eine kleine Lichtung. Und da lag sie vor ihnen. »Ha! Ihr habt alle an mir gezweifelt, aber ich hatte von Anfang den Durchblick«, freute sich Eric deutlich übertrieben. »Also erstens bist du immer noch mit mir alleine hier. Und zweitens, ja, ich hatte meine Zweifel, dass wir irgendwann mal ankommen.« Eine innige Umarmung mit anschließendem Kuss. Und weiter ging's. Die Höhle führte nicht klassisch in den Berg hinein, sondern nach unten in das Erdreich. Vergleichbar mit einem Loch in dem Boden. Der Durchmesser betrug um die 3 Meter. Die Ränder waren ausgefranst und mit Gras und kleineren Hängepflanzen bedeckt. Unterhalb der Oberfläche führten mehrere Ebenen in etwa 15 Meter Tiefe, wo die Wände dann doch aus normalem Gestein bestanden. Die plateauartigen Ebenen hatten nur etwa 1,5 bis 2 Meter Höhenunterschied. Somit war es für die beiden sportlich begabten Verliebten kein Problem, auch ohne Hilfsmittel hinabzusteigen. Unten angekommen, hatte es sich doch deutlich abgekühlt. Von hier aus führte ein leicht abfallender Stollen ins dunkle Innere der Höhle. Ein Luftzug verriet aber, dass es irgendwo noch einen Ausgang geben musste. Eric kramte seine Taschenlampe raus und ohne viele Worte stießen beide weiter vor. Der Stollen war angenehm hoch, sodass sie sich nicht bücken mussten. Nachdem der Verlauf eine Kurve machte, untersuchte Eric die Umgebung mal genauer. »Hey, sieh dir das mal an«, rief er Sarah zu sich. »Was meinst du, kann das sein?« »Ich sehe da nur irgendwelche Kratzer. Aber hey, du hast recht. Das sieht nicht natürlich aus.« »Hm.« Sie schnappte sich die Taschenlampe und untersuchte die Umgebung. »Hey, sieh mal her!« Sie rief ihn ein Stück weiter in den Stollen hinein. Die Kratzspuren waren mittlerweile an mehreren Stellen erkennbar. »Das sieht aus, als ob hier mal Höhlenmalereien waren, diese aber zerstört wurden.« Eric konnte dem nur zustimmen. Es sah tatsächlich so aus. An manchen Stellen war nur noch ganz wenig davon zu erkennen. Es sah wie Menschen aus. Aber nicht genug, um daraus einen Zusammenhang herzuleiten. »Das macht mir noch mehr Lust auf das, was weiter hinten auf uns warten könnte«, sprach Eric und ging weiter. Sarah machte die Situation schon etwas stutzig, aber sie folgte ihrem Freund gleich darauf. Schließlich waren sie für ein Abenteuer hier. In den Stollen reichte mittlerweile kein Tageslicht mehr und es war totenstill, abgesehen von ihren Schritten. Es war schon gespenstisch, wenn die Umgebung nur im Schein der Taschenlampen wirklich existierte. Umso erleichterter waren beide, als der Stollen erst immer geräumiger wurde und sich dann in eine große Höhlung wandelte, in welche sogar Licht einfiel. »Wow, hast du sowas schon mal gesehen?«, fragte Sarah. Eric konnte nur mit dem Kopf schütteln. Vor ihnen lag eine Art Saal. Ein großer Raum mit zerklüfteter Decke und fast ebener Fläche in der Mitte. Das Highlight hier war aber der Lichteinfall. An einer Seite des Saals gab es eine Art Schacht, der bis an die Oberfläche reichte und auch noch tiefer hinabging. Mit Sicherheit wurde dieser von den Wassermassen der Regenzeit im Laufe vieler hundert Jahre hier hineingespült. Vor ihnen lag noch ein Graben, aber passenderweise mit einer natürlichen Gesteinsbrücke darüber. Eric leuchtete mit seiner Taschenlampe nach unten, konnte aber nichts als Schwärze und einige Vorsprünge erkennen. Nichts, das einladend aussah.
Brücke sieht zwar stabil aus, ich würde aber dennoch vorschlagen, wir gehen einzeln. Es heißt ja Ladies first, aber ich würde hier doch die Lage für dich auschecken. Okay? Sarah nickte nur. Der Gedanke gefiel ihr zwar nicht so recht, aber es würde schon alles gut gehen. Eric beschritt die Brücke, tastete sich langsam Schritt für Schritt vor. Aber es schien alles stabil, und so war er auch ohne Probleme schnell auf der anderen Seite. Die hält mich ohne Probleme, also dich erst recht. Du kannst rüberkommen. Sarah folgte diesen Anweisungen, während Eric seinen erstaunten Blick weiter durch die Höhle schweifen ließ. Das sieht so aus, als ob es da drüben noch einen Weg gibt. Meinst du, wir wollen... Ein spitzer Schrei unterbrach seine Ausführungen. Eric drehte sich schnell um, doch Sarah stand nicht mehr auf der Brücke, beziehungsweise fehlte von dieser nun ein Stück. Sein Herz rutschte ihm in die Hose, und das 10-mal hintereinander. Das würde sein Gefühl am besten beschreiben. Er stürmte zur Kante des Abgrundes. Zum Glück war Sarah nicht ganz verschwunden. Mit mehr oder weniger Glück landete sie auf einem Vorsprung, aber dennoch gut 15 Meter tiefer als Eric jetzt war. Und sie hatte sich wohl schwer am Bein verletzt. »Ich suche einen Weg. Ich komme dich holen. Alles wird gut«, schrie ihr Eric entgegen. »Mein Bein? Wo bin ich? Was ist passiert?« Der Anblick setzte Eric echt zu. Er stürmte auf den Lichtschacht zu. Vielleicht konnte er hier irgendwie hinabsteigen auf eine andere Ebene. Warum hatte er bloß kein Seil eingepackt? Auf halbem Weg hörte er Sarah erneut aufschreien. Irgendetwas stimmte nicht. Er drehte sofort um und sprintete wieder an den Abgrund. Doch Sarah war nicht mehr da. Auf ihrem Vorsprung war nur noch eine Blutspur und ihr Rucksack lag noch da. Aber die Spur führte in Richtung der Felswand. Gab es da noch einen Zugang, den Eric nicht sehen konnte? Dann jedoch fiel ihm noch etwas auf. Auf dem Plateau waren weitere Kratzspuren. Waren die vorhin auch schon da? Was war mit Sarah passiert? Panik machte sich in ihm breit. Aber Eric wollte seinen Plan weiterverfolgen. Wieder rannte er in Richtung des Lichtschachtes. Im vollen Lauf stieß er mit dem Kopf wogegen und sackte zusammen. Alles wurde schwarz. Eric wachte auf. Sein Schädel schmerzte. Alles drehte sich. Er konnte sich nur teilweise erinnern. Sarah war verletzt. Er wollte ihr helfen. Dann war sie weg. Er lehnt mit dem Rücken an einem Felsbrocken, welcher mitten im Raum stand. Selbst das schwache Licht blendete ihn jetzt. Ein Blutrinnsal floss über sein Gesicht. »Was verschafft mir die Ehre, euch in meinem Reich begrüßen zu dürfen?« Die Stimme schien von überall herzukommen. Zumindest kam es Eric so vor. Er versuchte, sich umzusehen, doch die Schmerzen ließen fast keine Kopfbewegung zu. Die Stimme hatte einen Klang, der Eric alle Haare zu Berge stehen ließ. »Jetzt sprich!« Das war mehr geschrien als gesprochen. Eric hätte es nicht gewundert, wenn jetzt Steine von der Decke gerieselt wären. »Wer ist das?« Mehr benommen genuschelt als klar gesprochen drangen diese Worte aus Erics Mund. Direkt vor ihm aus dem Schwarz der Höhle löste sich eine Silhouette. Zuerst hielt er sie für eine Halluzination. Eric sah ohnehin fast überall Sterne aufblitzen. Aber das hier wirkte anders, viel realer. Dieses Ding war um einiges größer als er. Seine Haut war relativ dunkel, daher hatte Eric Schwierigkeiten, es in seinem Zustand vom Hintergrund genau zu unterscheiden. »Wer ich bin, spielt keine Rolle. Mir ist auch egal, wer du oder deine Freundin seid«, sprach die Gestalt direkt vor ihm, öffnete dabei aber wohl erstmals ihre Augen. Eric waren die glühend roten Punkte vorher nicht aufgefallen, welche ihn jetzt fixierten. Kurz setzte sein Herzschlag aus, als ihm Sarah wieder in den Sinn kam. »Wo ist sie? Was soll das hier?« Hilflosigkeit beschrieb nicht annähernd Erics Gefühlslage. »Weißt du, sie ist sozusagen mein Pfand. Ich habe hier nicht oft Besuch und möchte nicht, dass du gleich wieder verschwindest. Aber ich bin gerne zu einem Tauschhandel bereit. Das liegt irgendwie in meiner Natur.« Ein süffisanter Unterton war kaum überhörbar. Langsam kam das Ding noch weiter in Erics Richtung und beugte sich zu ihm hinab. Dabei sah er erstmals eine Art Kopfschmuck beim Wesen. Sah ein bisschen aus wie eine verkommene Krone. Hielt sich das Wesen für den König der Höhle? Das war Eric aber letztendlich egal. Er wollte nur weg.
Alles hier unten ist mein Reich. Die Höhle, alle angrenzenden Gänge und alles, was noch viel weiter unten liegt. Dummerweise komme ich hier aber nicht raus, zumindest nicht ohne Hilfe. Damit meine ich nicht, dass du meine Brücke zerstört hast. Und das könnte deine Chance sein. Ich brauche eine Art Wirt, ein Transportmittel hier heraus. Gib mir dein Einverständnis und ich erfülle dir einen Wunsch. Glaub mir, ich bin das mächtigste Wesen, welches dir je begegnen wird. Keine deiner Vorstellungen liegt außerhalb meiner Kraft. Solltest du dich weigern, dann wird die Welt da draußen einfach vergessen, dass es euch beide je gab. In Erics Kopf setzten sich Gedanken in Gang, welche mit körperlicher Unversehrtheit nur schwer nachzuvollziehen waren. Reichtum, Macht und Sterblichkeit. Du meinst, du kannst mir alles geben? Ja, aber denke daran, ich brauche nur dich. Solange es nicht dein Wunsch ist, endet die Existenz deiner Begleitung hier. Eric war in einem Zustand zwischen Delirium und starkem Nachdenken gefangen. Ob er den letzten Hinweis des Königs mitbekommen hatte, war unklar. Anerkennung. Ich will Anerkennung. Die Leute sollen zu mir aufschauen, mich bewundern. Ich will eine Leidenschaft haben, mit der ich Geld verdiene und Aufmerksamkeit bekomme. Ich will kein Dasein als ein Niemand im Hinterzimmerbüro oder sonst ein langweiliges Leben. Ich will meine Erfolgsstory, gab Eric entschlossen zu, sackte aber kurz darauf wieder in sich zusammen. Dann soll es so sein. Ich schaffe die Grundlagen für deinen Aufstieg. Du wirst aber weiterhin meine Hilfe brauchen. Denke dabei aber immer daran. Alles hat seinen Preis. Das Wesen machte eine Handbewegung in Richtung der Schatten. Vier unförmige, spinnenartig geformte Gestalten traten aus dem Schatten hervor. Lange, feingliedrige Gliedmaße, dünne Körper und verunstaltete Köpfe mit giftgrünen Augen. Ein schrecklicher Anblick. Und mit ihnen, Sarah. Sie sah schwer mitgenommen aus. Ihr Gesicht war blutig. Eine Wunde an ihrem Bein deutete auf eine offene Knochenfraktur hin. Und ihr Körper war mit Kratzern und Schrammen übersät. Eric! Man hörte in ihrer Stimme förmlich die Erleichterung, ihn wiederzusehen. Ich will nach Hause. Bitte hol mich hier raus. Ihre Stimme klang nun gebrochen, den Tränen nah. Eine weitere Handbewegung des Königs. Die vier Wesen packten die junge Frau und zerrten sie wieder in die Dunkelheit. Das letzte Mal, dass Eric sie sah. Nur noch ihre Schreie waren zu hören. Kurzzeitig machte sich ein Schmerz in Erics Brust breit, welcher gefühlt sein Herz zerriss. Doch dann war da nur noch Leere und Stille. Du wirst dich an nichts mehr hiervon erinnern. Lediglich meine Brandmarke bekommst du mit auf dem Weg. Wir sehen uns bald wieder. Ein brennender Schmerz auf Erics Oberarm. Und alles um ihn herum wurde schwarz. Der Regen prasselte an die Scheibe. Eric erwachte in seinem Bett mit dem Gefühl, sich auskotzen zu müssen. Ihm tat jeder Zentimeter seines Körpers weh und seine Organe fühlten sich an, als ob sie den Ausbruch aus diesem Fleischsack wagen wollten. Das Wetter passte da natürlich perfekt. Er schnappte sich sein Smartphone vom Nachttisch. Der Kalender zeigte ihm, dass es 6 Wochen her war, seit er mit seiner letzten Show seine Karriere beendet hatte. Was war in der Zeit nur passiert? Die unzähligen ungelesenen Nachrichten und verpassten Anrufe beachtete er vorerst nicht. Erstmal musste er ins Bad und sich über die Toilettenschüssel hängen. Der anschließende Blick in den Spiegel währte nur kurz, bevor seine Faust auf diesen zuschnellte und nicht viel mehr als ein paar Scherben hinterließ. Nicht aus Hass gegen den Spiegel, sondern gegen das, was darin zu sehen war. Ein eingefallenes Gesicht, Augenringe so groß wie Euromünzen, ungepflegter Bart und Haare. Nicht zuletzt ein charakterliches Wrack. Die Erinnerung an damals in der Höhle ließ seinen Kopf fast platzen.